Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays. Es geht weiter mit Skyrim... Quatsch. Es geht weiter mit Risen 2 Dark Waters. Und wir waren zuletzt in Porto Isabella. Und haben einige Nebenquests für Sebastianus erledigt, beziehungsweise oben auch für die Eingeborenen. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir uns entscheiden müssen. Wollen wir den Shaganumbi uns anschließen oder den Puerto Isabella? Je nachdem, was man tut, wird die andere Fraktion ja mehr oder weniger verfeindet sein. In Puerto Isabella haben wir dann die Unterstützung der Soldaten und kriegen wahrscheinlich Musketen ausgehändigt. Bei Dorf der Shaganumbi. Ich weiß gar nicht mehr, was es da waren. Ich glaube, die Speere. Was die Entscheidung hier eigentlich leicht macht. Aber ich hätte mich eigentlich gerne mit der Tochter vom Häuptling angefreundet. Bei der werde ich es jetzt bestimmt verkackt haben, wenn ich mich... Ich soll also für euch arbeiten. Ich erwarte deine Entscheidung. Inquisition anschließe. Gut, ich kämpfe mit euch, nicht mit den Molukken. Du entscheidest dich für die Inquisition. Gut, ich kämpfe mit euch, nicht mit den Molukken. Also dann... Ich habe zusammen mit Alcazar ein paar Männer ausgewählt, die dich begleiten. So, obwohl du den Bericht noch gar nicht kanntest. Als Kommandant der Inquisition gehört es zu meinen Aufgaben, vorbereitet zu sein. Verstehe. Welche Männer kommen mit mir? Alcazar hat seine Befehle erhalten. Er wird dich unterrichten. Geh zu ihm und dann versammle deine Leute. Und noch was. Es kann nicht schaden, wenn du auch mit einer Muskete kämpfst. Ich habe Webster bereits informiert. Er wird dir eine Muskete aushändigen. Er ist ein guter Schütze. Also lass dich von ihm trainieren. Vielen Dank. 4 Musketen gegen Crow. Wo hab ich nur... Ach. Der hat immer noch nicht... Das für uns. Sebastiano schickt mich. Schon gehört, dass wir jetzt mit Piraten zusammenarbeiten. Und? Hast du den Kommandanten überreden können? Ich denke, er weiß schon Bescheid. Ja, du sollst mehr Leute mitgeben. Das war abzusehen. Ich habe genau die richtigen für dich. Ausnahmslos kampferprobte Soldaten, Meister ihres Fachs. Wenn du sie in den Griff bekommst, gibt es keine besseren. Was heißt in den Griff bekommen? Was heißt in den Griff bekommen? Sagen wir mal so, Disziplin ist nicht gerade ihre Stärke. Aber jemandem wie dir ist bestimmt nicht weiter auffallen. Also mach dir keinen Kopf um Dinge, die du nicht verstehst. Wen kannst du mir mitgeben? Bartolo, Venturo, Martinez und Sancho. Da können wir doch schon wen. Die kann ich erübrigen. Von allen anderen lässt du deine Finger, verstanden? Hab verstanden. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Hab wohl keine Wahl. Also... Ich kann dich mit dem Degen trainieren. Was macht der Typ da? Mach gefälligst die Augen auf, bevor du meine Zeit verschwendest. Er wird sich hier schon irgendwo rumtreiben. Wo finde ich Bartolo? Ich hoffe doch im Haupthaus, in den Schlafräumen. Er soll dort die Stiefel putzen. Wo finde ich Martinez? Bei Tito. Er hat Strafdienst. Und hilft deshalb bei der Versorgung der Stadt. Was hat er denn angestellt? Er hat sich nachts davon geschlichen und seinen Dienst vernachlässigt. Unerlaubtes Entfernen von der Truppe also. Ja, anschließend hat er noch die Frechheit besessen, zu spät zum Dienst zu erscheinen. Ich hoffe, Tito lässt ihn den Schweinepferch ausmisten. Wo finde ich Sancho? Er ist auf Patrouille. Wirst du wohl suchen müssen. Keine Ahnung, wo er sich gerade aufhält. Frag bei Torres am Außenposten nach. Ab und zu machen sie dort Halt. Zeig mir ein paar Tricks mit dem Degen. Was genau? Konterattackern. Degen, was habe ich eigentlich für eine Waffe gerade drin? Oh, ey, der Typ geht mir auf den Nerv. Ja, jetzt hört er auf, oder was? Gerade nicht. Ich habe Ausrüstung, rechte Hand, ein Duelldegen. Hey, das passt ja dann. Könnte ich mich in der Tat mal von ihm trainieren lassen. Ich habe einen Auftrag von Kommandant Sebastiano. Ich habe einen Auftrag von Kommandant Sebastiano. Du wirst mich begleiten. Worum geht's? Ich brauche deine Schießkunst. Na schön. Ja, er hat seine Muskete verlegt, wetten? An der Sache. Was ist los? Meine Flinte ist weg. Was soll das heißen, deine Flinte ist weg?
Nun ja, ich habe bei Webster daran gearbeitet. Den Abzugsbügel erneuert, den Lauf gezogen, das Korn neu justiert und später dann war sie weg. Wie sieht deine Flinte aus? Naja, wie so eine Steinschlossflinte halt aussieht. Lauflänge 96, Rotbuchschaft, mit Messingabschluss, kein Bajonett. Kein Bajonett. Was ist mit der Flinte passiert? Nun, ich hatte sie fertiggestellt und wollte feiern. Eusebio hatte ein paar Flaschen Wein, also haben wir uns nachts ans Feuer gesetzt und getrunken. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, war die Flinte weg. Du kennst dich mit Waffen aus? Naja, ich hab's halt mal gelernt. Aber dann wurde ich eingezogen. Bist du gut genug, um mir was beizubringen? Tja, also wenn es ums Zusammenbauen von Musketen geht, ja, da könnte ich dir schon was zeigen, aber... Aber was? Ich weiß nicht, ob ich das darf. Sebastiano vertraut mir. Du hast recht. Wenn selbst der Kommandant dir vertraut, wird er wohl nichts dagegen haben. Lass dir eine andere Flinte geben. Jeder Protektor ist für seine Flinte verantwortlich. Es gibt keinen Ersatz. Dann nimm dir einfach eine andere. Du stellst dir das so einfach vor. Aber selbst du kannst nicht einfach jemanden umhauen und ihm die Flinte abnehmen. Das funktioniert nicht. Dann zeig mal, was du mir beibringen kannst. Aber Flinten lernen wollte ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Ich muss mich sowieso noch umgucken, ob ich mich für eine Muskete entscheide oder ob ich mit meiner Pistole weiter anwende. Bis bald. So, dann würde ich dann mal die Leute zusammensuchen wollen. Hatten wir schon. Geh ich erstmal zu Webster und hol mir meine Muskete. Ich suche die Flinte von Bartolo. Ich hab mir schon gedacht, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. Ist ja auch ein Witz. Wieso? Wieso? Er hat Ewigkeiten dran rumgebastelt. Gehärtete Schlossplatte, gezogener Rundlauf, Messingkorn. Dann verschwindet sie. Tja, wenn man nichts verträgt, sollte man nicht die ganze Nacht saufen. Was weißt du über diese Nacht? Er hat sich ordentlich einen gesoffen. Zusammen mit Eusebio. Waren die beiden allein? Keine Ahnung, ich habe versucht zu schlafen. Was glaubst du? Wo ist die Flinte jetzt? Um ehrlich zu sein, ich glaube kaum, dass sie irgendwo im Gebüsch liegt. Du meinst, sie wurde gestohlen? Ist eine schöne Waffe. Da gibt's bestimmt einige, die sie nur zu gerne selbst behalten wollen. Einige? Wer denn so? Ja, die Frage ist doch eher, wer nicht. Abgesehen von mir natürlich. Ich habe genug Büchsen, um die ich mich kümmern muss. Wir können nur hoffen, dass sie nicht den Molukken in die Hände gefallen ist. Sebastiano sagte, ich kann mir hier eine Flinte besorgen. Hab schon gehört, dass du für uns arbeitest. Freut mich. Gute Männer gibt es hier draußen viel zu wenig. Also, ich habe hier ein paar ganz ausgezeichnete Stücke im Angebot. Alles erstklassige Qualität. Nicht so ein Schrott, den sie den Rekruten in der Ausbildung geben. Bekomme ich keine umsonst? Nein. Musketen gibt's nur für unsere Jungs umsonst. Gib ihm doch eine andere Flinte. Das kann ich nicht machen. Flinten gebe ich nur raus, wenn der Kommandant sein Einverständnis gibt. Kannst du mir was... Klar, Schlitt. Außer... Ich will was lernen. Feuerwaffen. Kritische Treffer. Wie ich mit meiner Pistole schneller nachlade. Das ist doch cool. Kannst du mir zeigen, wie ich meine Pistole schneller nachlade? Üben, üben und nochmal üben. Das ist alles? Naja, nicht alles, aber das meiste.
Es kommt vielmehr darauf an, dass du dich auf deine Aufgabe konzentrierst. Du darfst nicht über den nächsten oder noch schlimmer den letzten Schuss nachdenken. Konzentriere dich auf den Ablauf. Pulver, Kugel, stopfen. Dann wirst du auch schneller. Linkshänder. Mhm. Feuerwaffen bauen, kritischer Treffer ziehen. Ich will meinen Umgang mit der Pistole verbessern. Dann solltest du deine Technik verbessern. Deine Bewegung ist abgehackt. Dadurch verwackelst du den Schuss zu sehr. Versuche, die Pistole in einer flüssigen Bewegung zu ziehen, zu zielen und dann abzudrücken. Die Pistole wird dadurch viel ruhiger in der Hand liegen. Das soll erstmal reichen. So, was hat mir das gebracht? Charakter, Talente, Feuerwaffen, Linkshänder. Die Abklingzeit für Pistolen wird deutlich reduziert. Das klingt doch schon mal gut. Pistole 2 macht nochmal plus 10 hoch. Ups. Deswegen bin ich jetzt bei 70. So, Waren angucken hatte ich noch nicht. Zeig mir da. Flinte 60. Bajonettschaden plus 40. Und Muskete 10, aber ich habe mich jetzt so schön auf Schrotflinte plus 0. Warum steht's dann da? Ist ja dumm. Zwillingspistole. Macht zwar 10 Schaden mehr, aber Pistole geht um 10 runter. Jetzt weiß ich nicht, ob sich das 1:1 ausgleicht. Ach ja, habe ich ja letztes Mal schon gewundert, warum die mit plus 5 mehr abbringt. Obwohl sie noch längere Nachladezeit hat. So, Kugeln hatte ich aber genug. Das soll erstmal reichen. Ich suche Martinez. Den habe ich gerade noch gesehen. Er muss hier irgendwo rumspringen. Du wirst ihn schon finden. So, hier haben wir doch sogar einen Molukken, fällt mir ein. Vielleicht hat der ja die Flinte geklaut. Onopala. Oder unten am Hafen. Hast du Bartolos Flinte? Nein, kommst du denn darauf? Bartolo hat sie nicht mehr, seit diesem Abend, als ihr gesoffen habt. Ach, die Geschichte. Naja, ich hab sie jedenfalls nicht. Ich hab eh keine Verwendung für das Ding. Wieso nicht? Wieso hast du keine Verwendung für Bartolos Flinte? Versteh mich nicht falsch. Es ist bestimmt eine gute Flinte. Wahrscheinlich die beste auf der ganzen Insel. Aber sie hat kein Bajonett. Ich brauche das Ding zum Jagen. Und wenn ein Keiler auf mich zustürmt, nützt mir die tollste Flinte nichts, wenn ich ihn nicht damit aufspießen kann. Er wird mich einfach über den Haufen rennen. Deshalb kann ich mit Bartolos Flinte nichts an. Klingt einleuchtend. Was ist in der Nacht passiert? Die Jungs haben sich am Feuer volllaufen lassen. Ich war nur kurz da. Bin jagen gegangen. Aber Stunden später treffe ich Eusebio im Dschungel. Völlig betrunken, leider was von den verdammten Wilden, denen er es jetzt mal so richtig zeigen wollte. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinen Molukken gesehen habe, aber er meinte, Tito hätte einen gesehen. Dann ist er noch eine Weile fluchend durch das Gestrüpp und irgendwann ist er umgefallen. Und tja. Das ist alles, was ich weiß. Alcazar schickt mich. Das kann doch nicht wahr sein. Du nimmst mich auf den Arm, oder? Nein, du sollst dich mir anschließen. Wir werden Crow und seine Piraten angreifen. Puh, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Bist du bereit für den Einsatz? Immer langsam. Ich gebe dir zu, dass der normale Dienst stinklangweilig ist. Aber Crow, das wird kein Kinderspiel. Er hat eine Menge kampferprobter Leute da draußen. Wer ist denn noch dabei? Venturo, Bartolo und Sancho. Das hört sich doch schon besser an. Die Jungs sind nämlich ziemlich gut. Alles klar, wo soll ich hinkommen? Sammelpunkt ist vor dem oberen Stadttor. Gut, ich mache mich direkt auf den Weg. So, den ersten haben wir. Lass mich mal an die Schmiede. Ach ja, da fehlt uns ja noch der Griff. Schwertrohling habe ich nur noch einen. Ich frage mich, wo ich Rohlinge herkriege. Ich habe bisher noch keinen gesehen. Hä, bin ich bescheuert? Meine Waffe ist der Säbel 35 bis 50.
Stand da nicht eben was anderes mit 3070? Das ist der, der ist schwächer. Das Schwert. Genau, ich wollte doch mit einer Stichwaffe rumlaufen. Ich hoffe mal nicht, dass ich den falschen Safe geladen habe. Aber eigentlich müsste es passen. 3065. Jetzt muss ich erstmal in mein Menü rein. Bestimmt habe ich ihn beim Durchblättern nur... Duell-Ding, ist doch richtig. 30, 70, Stichwaffen 15. So, nochmal zu Titus. Wenn der ihn im Wald gesehen hätte und den Lucken... sagt mir aber nichts dazu. Dann runter und dann zu denen, die Patrouille gelaufen. Ich habe wirklich viel zu tun. Später vielleicht. Ah. Fass hier bloß nichts an. War es nicht Benito? Mein Platz ist jetzt hier. Er weiß also auch nichts. Ich stelle einen Trupp gegen Crow. Du bist dabei. Ich? Gegen Crow? Ja, das gefällt mir. Wo sammeln wir uns? Oben, vor dem Haupttor. Dort wartest du, bis ich alle zusammen habe. Von dort aus gehen wir dann los. Ei, ei. Wir sehen uns am Sammelpunkt. Wir sollten nicht zu lange warten. Sag den anderen Bescheid. Ach, was meinst du, was ich vorhabe? Hier, hast du noch... Danke. Was hatte sie? Ach ja, mit dem Trinken. Was? Nee, danke. Und so hatte es eigentlich auch nichts mehr, was mich interessiert hatte. Okay. Halt. Nein. Psst. Ohno Palabra. Ohno Palabra. Ich hab gesagt, verschwind. Ah, das ist also keiner von denen, die mit sollen. Jetzt, wo ich mich der einen Partei angeschlossen habe, sollte ich vielleicht auch nochmal mit Stahlbart sprechen. Rein, raus, was immer du willst. Tja. Was haben wir denn hier? Na, wie geht's? Bis jetzt tut sich nichts. Ich warte noch ab. Willst du ein Gott? Klar doch. Du bist in Ordnung. Ich schulde. Hier sitzt er also rum. Warum ist er nicht weitergelaufen? Ich dachte, er wollte in diese Höhle. Vielleicht sollte ich nachts mit ihm mal sprechen. Na, wo sind die Patrouillen? Das ist ja seltsam. Hier sind doch sonst 3-4 Leute rumgelaufen.